Bewegender Moment am Dienstag am See Lac St. Anne in der Provinz Alberta. Papst Franziskus hält inne und segnet das Gewässer. Der See gilt bei der indigenen Bevölkerung als heilig und hat auch für die römisch-katholische Kirche eine große Bedeutung, denn am Rande des Sees wurde 1842 die erste katholische Mission Kanadas eingerichtet. Der Ort ist jedes Jahr für Zehntausende Ziel einer Wallfahrt. Auch der Pontifex bezeichnete sich im Zusammenhang mit dieser Kanadareise als Pilger. Der 85-Jährige ist wegen Kniebeschwerden auf einen Rollstuhl angewiesen. Vor seinem Abstecher an den Lac Saint Anne hielt der Pontifex vor Zehntausenden eine Messe in Edmonton ab. Dabei nutzte er seine Muttersprache Spanisch. Franziskus sprach unter anderem die Unterdrückung an, die der nordamerikanischen Urbevölkerung widerfuhr. Nicht wiederholen dürfe sich, so der Papst wörtlich, die Geschichte der Gewalt und Ausgrenzung, die unsere indigenen Brüder und Schwestern erlitten haben. Ein Hauptanliegen des mehrtägigen Papstbesuches in Kanada ist unter anderem die Bitte um Vergebung für die Vergehen katholischer Bediensteter an indigenen Kindern in kanadischen Internaten.